Oh Gott, hinter dir! Wow, die springen. Pfeile sind nicht schlecht, weil die ziehen auch ein bisschen Magik ab. Normalerweise. Oh, sie sind nach vor gerollt. Eine Rolle vorwärts. Hat sie gemacht. Nein, nicht. Die Richtung. Sei schön brav und komm mit mir. Ich bin Bruder dir. Die Tür geht auf. Dahinter ist wieder mehr Rauch. Und mehr Schalter. Oh Gott. Mehr Rätsel. Ich will keine Rätsel mehr lösen müssen. Nie wieder. Auch nichts getan. Also, war noch nicht so schwer. Das macht wahrscheinlich den auf. Oh Gott, das war's noch nicht, glaube ich. Was ist denn das? Ach so, genau das Rätsel. Das hat sich wieder verklemmt. Das war doch schon mal entklemmt. Ich weiß es doch genau, ich hab's entklemmt. Und da sind Kaurüssel und Falma und alles. Die ganze Bagage. Nur, dass sie so schlecht sehen. Oh, ein Nachtschleicher. Der ist wirklich nicht schlecht, weil er zaubern kann. Muss mehr ausholen, das steht fest. Jetzt hat er mich entdeckt. Wieso? Ach so, kritisch. Kein Schleichangriff war es nicht. Was? Oh, da sind ja noch mehr. Habe ich gar nicht gesehen. Aha, der hat sich einfrieren lassen, bevor er stirbt. Ist eigentlich ganz schlau. Ganz schön schlau, weil wenn er wieder auftaut, geht es ihm gleich besser. Kann ich da durchschießen? Ich schon, ja, aber die scheinen Schwierigkeiten zu haben. Beim Durchschießen. Wahrscheinlich ist die Spucke zu schleimig. Sehr gut. Und aufgelevelt, das ist ja wie beim Weihnachtshasen. Komm. Zu Onkel Clarence. Schnitter. Pfui. Ja, er probiert spucken, aber es gelingt ihm nicht. Komm, Schnitti, Schnitti. Ja, braves Schnitti. Kritischer Schlag. War doch kein Schlag. Ich schlage nicht. Und gar keine armen Schnitter. Wehrlose Schnitter. Ich nehme dir den Pfeil wieder weg. Ja, ich will die nicht rauslassen jetzt. Es sind gleich zwei und sie spucken. Schau, das ist eine Theke. Da ist Selbstbedienung. Kann man sich die Kauruseier abholen. Eine Kauruseiertheke. Zu sagen. Ja, ich schließe halt auf, aber glaube ich keine gute Idee. Ich hoffe, sie wird mit denen fertig. Mensch, geh auf. Siehst du, da kriege ich schon den ersten Saft ab. Ich will ein bisschen Bogen schießen, weil ich brauche mehr Erfahrungspunkte. Er ist mir verhungert. Wo sind der hin? Zwei Pfeile hat er noch stecken. Aber auch eine Truhe. Gott sei Dank. Wollte aber auch die roten Punkte weghaben aus meiner Karte, aus meinem Kompass. 75 ist nicht viel. Bin nämlich schon ziemlich
raufgelevelt. Was wir jetzt gleich machen können, weil bin gespannt. Wow, 490. Mach mal 500. Dann ist der halbe Tausender voll. Zerstörung. Gibt's da irgendwas? Mit 85 glaube ich nicht, nee. Das nächste ist alles mit 100 schon. Auflösen. Blitzschaden, das will ich eigentlich gar nicht. Stärkt das Feuer Flammenmeer. Das könnte ich natürlich machen, aber... bin mir nicht sicher, ob ich das soll. Veränderung wollte ich machen, glaube ich. Oder was, Wiederherstellung? Untote vertreiben. Nee, ich will sie beschwören. Kann ich schon? Was beschwören? Mystische Bindung. Mystische Damenbinde. Da ist nichts Mystisches dran. Das geht noch lange nicht. Scheiße. Ich bin etwas schwach auf der Brust. Was Beschwören angelangt. Ich zerstöre lieber. Schmiedekunst brauche ich nicht. Ich trage nichts. Schießkunst höchstens. Geht da. Da habe ich schon voll. 90. Verlangsamt die Zeit. Naja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das mache ich glatt. Es geht sogar nochmal. Ja, genau. Das war's wert. Ja, hier gibt es dieses Puzzle, wo man die... also Puzzle ist gut. Ein Puzzle für Schwindsüchtige. Wo da irgendwas drin steckt. Und man muss dann... ja, dieses... diese Tür, diese Falltür... Fallbrücke, Zugbrücke, was auch immer, runterlassen. Ich glaube, das geht nur unter Wasser. Aber wieso das sich resettet hat, ist mir schleierhaft. Ich meine, so spannend war das Puzzle dann auch wieder nicht, dass ich es jetzt zweimal machen will. Makelloser Saphir. Ja, jetzt habe ich endlich die Saphire beisammen für Madesi. Das ist gut. Lass mich raus. So, da steckt ein Schädel drin. Jawohl. Das war der erste Teil. Der zweite. Wo steckt noch was drin? Und hier steckt nichts heute. Das weiß ich. Darauf habe ich geachtet. Da steckt was. Oh Gott, den habe ich übersehen. Au, schau, was der austeilt. Ja, schieß halt, du Trampel. Muss ich alles alleine machen? Ich will mich nicht heilen müssen. Was steckt hier? Oh, eine menschliche Wirbelsäule. Ja, bist du blöd? Ist das deine? So, da steckt noch was. Oder? Was fehlt denn? Na da! Ein Bein! Und hier? Ich glaube, unter Wasser steckt noch was. Kann ich schon? Nee, geht auch nicht. Wieso geht der da nicht? Muss ich wirklich reinhüpfen? Ich glaube schon. Ja.
Zwergenschrott. Naja, immerhin. Diesmal ist es nichts Menschliches. So, jetzt haben wir Energie. Ah! Fuck! Hat er mich schon entdeckt? Nee. Meister seines Fachs. Jetzt hat er mich aber entdeckt, oder? Ja. Hab mich schon gewundert. Wow, wie er daher stapft. Da prallen die Pfeile ab, kann das sein? Naja, ich sehe gleich hin. Ah, das gefällt ihm nicht, ne? Oh, da fällt er um wie ein nasser Sack. Armer Meister. Saphir, ja klar. Es waren aber nur zwei, es waren keine Saphir. Oh, was war denn das? Schau mal. Was hat denn der da in der Hand? Riesenaxt. Ja, da mussten wir durch. Er hat den Weg verblockiert. Telekinese? Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das schon alles habe. Die ganzen Zauberbücher. Ja, beständiger Schutz kenne ich. Das kenne ich. Das habe ich noch nicht. Ah, das ist nur ein... Das andere kannte ich schon. Na klar. Als... was bin ich? Irgendein... Ja, von Winterfeste bin ich da. Der Chef. Chefzauberer. Was ist denn da? Katria. Was macht denn die da? Ah, die ist schon wieder da. Die war vorhin bei den anderen Quests auch. Das war nur ein Geist, genau. So treffen wir uns wieder. Ja. Tamriel ist klein. Man trifft sich immer wieder. Zwergenmechanismus. Ich denke, es ist hier drüben. Was ist hier drüben? Ah ja, da ist dieses Metallstück. Oh, da dampft es noch. Genau, der Ethereum-Splitter, so hieß er. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Vorbei ist es noch nicht. Nun, das ist der zweite. Die Hälfte ist geschafft. Ich halte weiter Ausschau. Bis gleich. Bis gleich? Mensch. Ich habe lange gebraucht, bis ich hierher gefunden habe. Für euch ist das vielleicht nix, aber für mich war es ein weiter beschwerlicher Weg. Und jetzt müssen wir wieder irgendwie rauskommen. Muss ich wirklich alles zurücklatschen? Bitte. Sagt, dass es einen anderen Ausweg gibt hier. Es gibt einen anderen. Au! Nee! Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Was ist denn da? War ich da auch? Kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube schon. Ich glaube, da ist nichts, was mir jetzt noch weiterhilft. Genau, da ist die Schwanzweite. Die brauche ich jetzt nicht. Hatte ich schon abgeschlossen oder zumindest ist sie jetzt nicht von Bedeutung. Darum gehen wir einfach wieder. Aber die Tür mache ich noch auf. Ich bin ja ein gieriges Arschloch. Müsst ihr wissen. Nein, Meister. Oh Gott. Wieso quälen die mich so mit diesen Meisterschlössern? Oh, fuck. Das kann dauern. Mensch, ich hatte es doch schon.
Nee? Wieso? Die Richtung, okay. Sag das doch gleich. Makelloser Saphir, jetzt finde ich auf einmal einen nach dem anderen. Brauche ich nicht. Vorhin habe ich, glaube ich, ja, jetzt bin ich bei Part 200 irgendwas und habe keinen einzigen gefunden. Also einen einzigen und brauche zwei. Und jetzt finde ich gleich zwei in Folge. Das nicht ungerecht ist. So, wir gehen hier wieder rauf. Darf ich? Ja. Wie stecke ich fest? Habe ich da eigentlich reingeschaut? Auch nicht. Ah. Na also. Stahlstiefel der Ausdauer. Brauche ich nicht. Flinken Finger. Na, der wiegt nicht viel. Mara. Amulett von Mara. Brauche ich das zum Heiraten? Nee. Ich will nämlich auch hier heiraten. Ich weiß noch nicht wen. Komm, stell dich rauf. Auf den Elevator. Ja, ich muss mal auf Brautschau gehen. Am besten wieder eine Weißläufin. Die sind immer so läufig. Oh, scheiße, es schneit. Schneeflöckchen. Oh. Gibt's auch so ein Lied? Schneeflocksche, Weißrocksche. Du bist so konkret. Du bist auch eine Arschloche. Aber trotzdem, wie geht? Genau so ging das. Die Dwemer-Pfanne. Da hat wer reingedwemert. Die nehme ich nicht mit. Ja, ich muss da eigentlich nicht manuell oder peduell, je nachdem, runtergehen. Wir gehen schnurstracks zum zweiten Splitter. Wo immer der auch sei, zum dritten. Der wäre im Zulft. Genau da geht's hin. Auf nach Zulft!